Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und ja, ich möchte mit euch heute in die nächste Short Message hineinschauen. Das heißt, wir schauen also, was kommt auf dich zu. Energetisch gucken wir natürlich in erster Linie und dann, was oder wer flattert dir ins Haus, was passiert hier in den nächsten Tagen, welche Energien begleiten dich. Bitte vergesst nicht, das ist ja mein allgemeines Kollektiv, ne, was ich hier auslege. Private Legungen könnt ihr gerne bei mir buchen, um euch individuell hier beraten zu lassen. So, dann würde ich mal schauen. Wir ziehen uns heute wieder aus dem Vertigo-Orakel von Nadine Breitenstein. Alle Karten findet ihr unten in der Infobox. Und da werden wir uns das erste Mal eine Energie rausziehen. Und dann gucken wir mal, was ist hier so los. So. Anima. Ja, wir haben hier eine Trennung, Zwangspause oder ein Rückzug wird erst dann wieder aufgehoben, wenn du loslässt und anfängst, dem Universum zu vertrauen. Ja, da haben wir schon die Antwort. Wieder sind wir mit dem Vertrauensthema konfrontiert. Vielleicht hast du gerade eben eine Trennung oder ja, bist in eine gewisse Zwangspause manövriert worden oder das Ganze kommt natürlich jetzt noch auf dich zu. Und im Endeffekt geht es darum, erstmal ruhig zu bleiben. So, wir schauen uns mal genauer an, um was es hier geht. Im Unterdeck haben wir hier den Quantensprung. Okay, schau mal, bald ist nichts mehr so, wie es war. Du wirst alles verwirklichen und dir somit alles leisten können, wenn, was du jemals wolltest. Jetzt passiert ein Wunder. Okay, also es geht um dieses Loslassen. Ob das jetzt hier die Liebe betrifft oder ob es vielleicht gerade im beruflichen Bereich etwas ist, was dich beschäftigt oder familiär. Ne? Gibt ja viele, jeder hat sein eigenes Thema. Aber es geht jetzt darum, loszulassen. Das heißt, die Kontrolle abzulegen und zu vertrauen. Das heißt, durch dieses Vertrauen, das du ins Universum legst und dass du einfach sagst, ich lasse es jetzt endlich mal so laufen, wie es ist oder ich lasse es geschehen, wie es geschehen soll, ohne dass ich jetzt irgendein Zutun habe, dann wird hier dieses Wunder passieren. Und wir haben hier unterm Deck noch die Gedankenklärung. Das heißt, wenn jetzt du zum Beispiel in eine Zwangspause manövriert bist oder eine Trennung da ist, dann ist es eigentlich für dich auch in der Zeit, mal zu hinterfragen, was du gerne haben möchtest. Was sind deine Wünsche, Träume und Bedürfnisse? Wie soll sich etwas für dich anfühlen? Wie soll sich etwas für dich gestalten? Na? Weil dann ist es nämlich unerlässlich, dass jetzt eben genau diese Phase des Rückzugs oder der Stille eben eingeleitet wird. Vielleicht auch für dein Gegenüber, wenn du hier auf die Liebe schaust. Ne? Und da geht es jetzt eben genau bei dir zu bleiben, dich zu regenerieren. Vielleicht bist du auch ziemlich erschöpft aktuell. Das kann auch sein, dass du eigentlich gar keine klaren Gedanken mehr fassen kannst. Und die kann man nur in der Ruhe fassen. Das heißt, wenn man wieder zu sich zurückkommt, in die innere Mitte findet und dann wird man auch eine Lösung für etwas haben, ne, was gerade bei dir ansteht. So, jetzt schauen wir mal, was das hier ist. Von was handelt hier die Anima? Um welches Thema geht es hier? Sind schon mal drei Karten rausgefallen, dann nehmen wir die. Wir haben ja als erstes die Routen. Dann haben wir hier die Sonne. Und wir haben hier die Störche. Wow! Sehr cool! Guck mal, wir haben hier die Bereinigung da, wir haben hier das Glück da und wir haben eine positive Wende da. So, unterm Deck haben wir momentan noch den Berg. Das heißt, ja, es ist momentan irgendwo eine Distanz da oder etwas gestaltet sich aktuell für dich schwierig oder es ist eine Herausforderung. Vielleicht geht es aber auch um Verhaltensweisen, ne, dass man sagt, okay, wo ist man hier vielleicht noch zu stur oder zu starr oder wo hat man sich irgendetwas nicht angeschaut, ja? Weil die Routen sind ja in dem Sinne auch die Bereinigung, die Ordnung, die Struktur, die reinkommt, natürlich aber auch das Reden, ja? Routen sind auch eine Kommunikationskarte, das heißt, es geht also darum, auch um ein positives Wording, ja? Das heißt also, dass du auch positiv sprichst. Ne? Also wir haben ja immer dieses positive Mindset, natürlich positive Gedanken, dass man sagt, ja, weil wir wissen das Gesetz der Resonanz, wir ziehen uns natürlich immer an, dass wir darauf achten, ne? Eine gesunde Einstellung zu haben und zu sagen, gut, dann holen wir uns doch eigentlich jetzt mal dieses Positive hier raus. Ich weiß, das ist immer nicht so einfach. Ja? Ich kann da gut mitfühlen, gerade wenn es um eine Trennung geht oder irgendwo ein Rückzug stattfindet, wo man jetzt gar nicht weiß, wieso und weshalb, warum. Und man sich einfach gerade im wahrsten Sinne des Wortes hier richtig
beschissen fühlt oder auch einsam und alleine, ne? Oder dass man sagt, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich das Problem, ne? Dann ist es jetzt wichtig, in dich hineinzuhören. Ja? Das kriege ich jetzt auch gerade rein, auf dein Gefühl zu hören, um mal zu gucken, ist es wirklich so schlimm? Oder ist es nur dein Kopf, der hier wieder rumsegelt? Ne? Aber sich einfach auch mit sich zu beschäftigen und zu sagen, gut, dann mache ich mich jetzt mal ran an die Geschichte und bespreche etwas mit mir selbst. Wir haben aber auch hier wieder positive Gespräche, die auf dich zukommen. Also hier ist es auch wieder so, dass man sagt, Sprichwort, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es dient zur Bereinigung, damit sich alles ins Positive ändern kann. Das heißt also, dieses Positive, was ich gerade eben, das ist mir ein Fallen gewesen, ansprechen wollte, ist, so blöd die Situation jetzt auch gerade sein mag, ja, hol dir dieses Positive raus, du sagst, ja, dann darf ich mich jetzt hinsetzen und dann darf ich mir etwas anschauen oder dann kann ich für mich hier etwas lösen, ja. Weil im Endeffekt haben wir hier noch die Blockade am Haus, ja, das heißt, vielleicht auch der Rückzug, den du jetzt vornimmst, dass du dich ein bisschen zurückziehst, für dich bist, ja, hier in deinen eigenen vier Wänden. Vielleicht gestaltest du dir auch dein eigenes Heimchen gerade um, dass du dich wieder wohlfühlst sozusagen, weil wir haben hier das Schiff, es geht um eine Veränderung. Auch um gewisse Sehnsüchte, die bedient werden sollen, ja. Und wir haben hier unten drunter noch die Sterne, das heißt, es kommt die Klarheit rein, ein bisschen Geduld, ne? Wenn wir uns mal dieses hintereinander anschauen hier, dann haben wir zwar hier momentan die Blockade am Haus, das heißt in der Stabilität auch vielleicht, wo es gerade schwierig ist oder dass man mit dem Sicherheitsthema wieder ein Problemchen hat. Hab noch ein bisschen Geduld, es klärt sich hier. Ja, und es wird hier eine Entscheidung geben oder ein Weg auf dich zukommen oder ein Weg sich eröffnen, der dir hier sehr, sehr viel Freude machen wird. Ja, es wird wieder alles viel leichter werden. So, klären wir das mal weiter ab hier. Schauen wir mal, mit was wir es auf den Routen zu tun haben. Was soll denn hier bereinigt werden oder ausgesprochen werden oder was ist das Thema der Routen? Die Sense und die Eulen. Da gab es Streitgespräche, Diskussionen, hier hat's gescheppert. Guckt euch das mal an. Hier haben wir die Ruten, die Sense und die Eulen. Also da hat es richtig gedonnert. Und wenn es noch nicht so war, dann wird es jetzt richtig scheppern. Und zwar, da, es gibt immer so Gewitter reinigen die Luft, aber dann muss es sein, dass es hier zu einer Auseinandersetzung, zu einer Diskussion oder zu einem Streit kommt, wenn er nicht schon da ist, wo etwas bereinigt werden soll und darf. Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, Gewitter reinigen die Luft. Und wir haben hier die Fische, das heißt, fließen lassen. Lass es geschehen, wie es geschehen muss. Greif jetzt nicht ein oder tu jetzt irgendetwas oder na, dass du schon wieder sagst, ja, jetzt muss ich aber hier schauen, ich muss daran arbeiten und ich muss hier kommunizieren und ich muss reden und na, gerade mit dem Gegenüber, es kommt hier ein Neuanfang auf dich zu, wenn du es laufen lässt. Und zwar ein Neuanfang in einer Verbindung oder eben was vertragliche Dinge vielleicht angeht. Na, sorry, jetzt kam hier ein Update dazwischen. Ja, ein Update. Guckt mal, wie das Universum spricht. Ein Update, etwas Neues. Ne? Es muss abgedatet werden. So, und genau deswegen sollst du es jetzt fließen und laufen lassen. Ne? Es können auch so kindliche Dinge sein, die sich hier gerade wiederholen, weil es hier um ein Sicherheitsthema geht oder weil ich gerne vielleicht kontrollieren möchte. Und das Ganze soll sich aber wieder ausgleichen. Also es kommt ein Update. Ne? Weil sonst wäre hier bei mir gerade das Update nicht reingekommen. Jetzt bin ich schon wieder. Sehr amüsant, na, wie das Universum hier immer die Wege findet, uns etwas mitzuteilen. Vielen, vielen Dank für die Botschaft. So, schauen wir mal, was wir hier noch mit der Klärungskarte bekommen. Den Winterzauber, guck mal, ja, jetzt geht es hier eher in die Zeit der Stille, ne? Jeder mal ein bisschen für sich in die Besinnlichkeit und einfach mal zu überlegen, was ist hier Sache. Und wir haben hier unterm Deck die Großmutter Weide. Und hier geht es einfach um Erfahrungen und Lebensweisheiten. Wir lernen ja immer wieder dazu. Und wir haben hier den Baum. Das heißt, es geht um Wachstum, Entwicklung und Fortschritt. Und das, was unsere Eltern und vielleicht auch unsere Großeltern uns gelehrt haben, ja, schalt mal deinen gesunden Menschenverstand ein, mein Kind. Na, so ungefähr. Es geht aber hier darum, diese guten Ratschläge, die man immer irgendwo überall bekommt, ja, die sind alles schön und recht, aber hier geht es darum, dass man im Endeffekt eben aus diesem Verstandsgedönsel rausgehen sollte und eben in das Fühlen hinein und deswegen die Stille. Und ich kann halt nur, wenn ich mit mir alleine bin, ja, das ist wie das Eremitendasein sozusagen,
werde ich die Antworten finden. Ja, und nicht im Außen, wo immer alles so laut ist oder eben durch die Beeinflussung von außen, die wir ja wirklich massiv haben. Ja. Also da auch Obacht geben, wer erteilt euch da wirklich einen guten Ratschlag oder wer sagt immer, wie ihr oder was ihr machen müsst. Und hier ist es vielleicht auch so gewesen, dass man sagt, okay, gut, diese Zwangspause, diese Trennung, dieser Rückzug, wie auch immer man es jetzt nennen mag, ist nicht umsonst, sondern es muss dringendst was geklärt werden. Und das wird jetzt eingeleitet oder ist eben eingeleitet worden, weil man auch vielleicht schon zu lange zugeschaut hat. Ja, das kann auch sein. So. Und dann wird man halt einfach mal getrennt. Zack. Na, wenn man merkt, das Universum sagt, die können nicht miteinander spielen, die zwei, na, dann wird erstmal hier eine Zwangspause verordnet, damit mal jeder wieder zur Besinnung kommt, ja, oder damit jeder mal wieder nachdenken kann. So, wir schauen uns jetzt mal die Sonne an. Da haben wir den Reiter. Und die Wege. Das heißt, es kommen hier sehr schnelle Entscheidungen auf dich zu oder eben auch sehr schnelle Lösungen und Möglichkeiten, die es hier gibt. Ja, wir haben jetzt zwar momentan so diese Auseinandersetzung hier, ja, und den Streit und jeder ist jetzt erstmal für sich, aber man sieht, na, man wird aber eine Lösung, einen Weg finden. Ob ihr den jetzt natürlich miteinander findet oder ob den nur du für dich findest, das ist jetzt auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber es wird sehr schnell dir etwas aufgehen sozusagen. Ja, du wirst hier eine Klarheit erlangen. So, lustig ist, dass wir wieder unterm Deck die Fische haben. Das heißt, lass es. Lass es und tue nichts. Es kommt eh mit sehr schnellen Schritten auf dich zu, wie man hier sieht. Ja, wir haben ja auch nochmal den Klee in Kürze. Es kann sein, dass vielleicht diese Veränderung durch einen Freund, Bekannten hervorgerufen wird oder einfach dir tut sich, du kriegst einen Lichtblick, eine Erkenntnis, dir tut sich das auf. Eben einfach nur, weil du in der Ruhe, in der Stille bist und einfach erstmal für dich bleibst. Ja, auch schaust, dass du emotional hier wieder zu dir findest. Ja, wir haben hier den Selbstwert, die Selbstliebe, alles verändert sich und dann kann hier dieses Thema der Wiederholungen abgeschlossen werden. Vielleicht gab es hier auch Einwirkungen von außen, das mag wohl sein. Ja, wie ich es vorher schon angesprochen habe, dass die Öffentlichkeit auch mitgewirkt hat. Aber auch hier sieht man, dass diese Trennung, dieser Rückzug gerade in eurer Partnerschaft wichtig ist, damit es hier wieder in die Stabilität, in den Ausgleich gehen kann. Ja, weil es waren zu viele Komplikationen da, wie man hier mit der Schlange sieht. Und die sollen sich natürlich hier in Wohlgefallen auflösen. Oder die sollen sich generell halt auflösen. Ja? Okay. Interessante Legung. Wie oben, so unten. Hier haben wir das Prinzip der Analogie. Das heißt, die äußeren Verhältnisse, die spiegeln sich immer in der Person oder der Situation und umgekehrt. Ja, ich habe es ja schon mal öfters auch in den Videos erwähnt, wo ich gesagt habe, seht immer das Gegenüber auch als Spiegel eurer selbst. Ja, und hier haben wir schon, dass sehr, sehr kleine Veränderungen können sich schon gravierend auf die Gesamtsituation auswirken. Also das heißt, es ist jetzt nicht hier dazu da, ran zu preschen und zu sagen, jetzt muss ich schon wieder hier, ne, wie ich es gesagt hatte, sondern einfach mal fließen und laufen lassen, es kommt auf dich zu. Schon allein, dass du hier im Endeffekt bei dir bleibst, dich regenerierst und erstmal nichts tust, ist ja schon eine kleine Veränderung. Ja, wenn du vorher genau anders gehandelt hast, ja, dass du immer hinterhergelaufen bist oder immer das Gespräch gesucht hast oder hier und da gemacht hast, ja, und jetzt machst du es nicht mehr, dann ist das schon eine Veränderung. Man verändert ein Muster. Ja, das habe ich immer so gemacht. Gut, die Strategie ging nicht auf, dann wähle ich jetzt eine andere Strategie, ja, und mache es eben mal nicht. Und das ist eigentlich schon das Prinzip der ganzen Geschichte, dass sich durch diese Kleinigkeit, indem du es einfach mal anders machst, sich alles verändern kann. Ja? Und hier haben wir das süße Gift, das heißt, einfach mal ein Risiko eingehen, ja, den Schritt zu wagen, zu sagen, ich mache es jetzt mal anders. Ich mache es jetzt einfach mal anders. Ich weiß, es ist nicht einfach. Und ich kann es gut verstehen, wenn du an einem Punkt dastehst, wo du sagst, ja, aber fehlt mir doch so sehr und ich will es unbedingt haben und so weiter. Aber das ist dann alles Mangelenergie. Und je mehr ich etwas haben will, umso weiter geht es von mir weg. Erst wenn ich loslasse und sage, okay, ich akzeptiere es, dass es vielleicht gerade nicht für mich gedacht ist oder es der falsche Zeitpunkt ist oder es wartet irgendwas anderes auf mich, dann kommt es umso schneller auf dich zu. Ja, wir setzen uns da immer sehr, sehr unter Druck auch. Ne? Gerade wenn wir im Mangel sind oder in der Bedürftigkeit, dann wollen wir natürlich sofort.
Es kann natürlich auch hier um deinen Wunschpartner gehen oder auf eine Person, die du hier guckst. Na, muss nicht, wenn du sagst, okay, nö, das ist jetzt gar nicht so mein Thema, sondern es ist das Thema meines Gegenübers, dann kann das auch sein. Ja? Auf jeden Fall haben wir hier den Urknall und hier geht es ja um einen radikalen Neuanfang. Und es wird ja auch etwas auf dich zukommen, was von Bedeutsamkeit ist. Ja? Das heißt, es soll so sein und das Universum wird es dir schicken, wenn es soweit ist. Ja, die liebe Geduld, gell? Ich weiß. So, was verändert sich denn hier positiv? Also auf alle Fälle haben wir Bereinigung, aber auch wieder positive Gespräche. Das heißt, auch wenn ihr gerade hier Mords gestritten habt, das wird sich wieder einrenken. Es geht halt hier auch diese Ordnung, die hier rein muss, ne? Spiegelnd. Also wir sehen ja die Ruten auf die Störche rüber spiegelnd. Was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, dass es vielleicht auch mal an der Zeit ist, eine andere Sichtweise einzunehmen. Na, wir haben hier oftmals den Berg auch mit bei gehabt, dass man sagt, okay, ist man hier zu stur oder zu starr in einer Sichtweise? Muss man es vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten? Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Gerade wenn ich selber merke, okay, ich bin da vielleicht zu festgefahren in manchen Angelegenheiten, mich dann eben in dieser Ruhe nochmal damit zu beschäftigen, wo war ich da vielleicht zu engstirnig? Aber wie gesagt, es kann auch dein Gegenüber betreffen. Ne? So, auf die Störche haben wir die Blumen. Und wir haben hier die Schlange. So. Das heißt, die Leichtigkeit kehrt zurück und eine Heilung, wie wir sie schon haben, wird einkehren. So, es kann auch sein, dass diese positive Wende, die kommt und eine Einladung, auf die du vielleicht wartest oder wieder auf eine Zusammenkunft oder ein gutes Miteinander, sage ich jetzt mal, wird sich hier zwar noch ein bisschen verzögern, aber es kommt. Ja, vielleicht auch über Umwege. Und wir haben hier unterm Deck die Lilien. Das heißt, es geht also erstmal um den Ausgleich. Deswegen kann es sich ein bisschen verzögern. Manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit. Das heißt nicht, dass du dich einen Tag hinsetzt und dann ist das Ganze hier für dich geklärt, ne? Sondern es kann sein, dass du einfach für dich ein bisschen Zeit beanspruchst. Und die solltest du dir auch nehmen. Oder eben da dein Gegenüber, wie auch immer, ja? Und dann haben wir natürlich hier auch die Anziehungskraft, die nach wie vor da ist. Ja? Die ist nicht weg. So, und hier haben wir wieder den Neuanfang. Etwas, was sich von neu entwickeln darf. Ja? Wenn sie einen Ausgleich gebracht hat, dann kann man nochmal von vorne anfangen. Und da ist es halt wichtig, dass man hier schaut, dass man sich eben nicht zu viele Gedanken macht, weil im Endeffekt zu viel Denken verursacht schon wieder Unklarheiten. Und hier geht es ja eigentlich um einen Fortschritt, um eine Entwicklung. Und da haben wir ihn ja schon dabei. Ja? Also es kann auch sein, dass er hier schon ein uraltes Thema an der Backe hat und durch seine Unsicherheiten und durch seine Gedanken, na, sich einfach auch immer wieder kindisch verhält, aber trotzdem, die Anziehungskraft ist da. Und auch bei ihm geht es darüber oder darum, dass er diese Klarheit darüber erhält, was aus der Vergangenheit nagt denn noch an ihm? Was macht hier Kummer und Sorge oder worum geht es hier nicht weiter? Ne? Also er hat ja hier im Endeffekt, wer auch immer das für dich sein mag, ne? Die gleichen Themen. Ne? Klarheit darüber, dass man hier eben rein aus der Angst raus und aus den vergangenen Themen immer wieder stagniert. Obwohl man gerne Stabilität mit dir haben möchte. Na, man möchte ja gerne hier Sicherheit haben, man möchte eine positive Veränderung, aber es gelingt halt immer nicht. Und genau darum geht es jetzt, eben genau dieses zu verändern, dass man sagt, okay, dieses immer wieder Rückzug aus der Partnerschaft oder immer wieder vielleicht dieses On-Off, was ihr da habt. Ne? Mal ist es aus, mal ist es wieder gut, dann ist es wieder aus, wieder ist es gut. Dass sich das eben ins Positive hier löst. Ja, also es ist ein wunderschöner Ablauf hier. Na, man sieht ja auch, du machst ja auch viele Gedanken, ne? Bist dir unsicher noch, gibt es hier noch ein Wachstum mit ihm oder nicht, aber du wirst die Klarheit bekommen, dass das einfach nur ein altes Thema ist, ja, und im Endeffekt völlig für den Arsch. Und das muss in den Sarg gelegt werden. Aber hier sieht man auch ganz klar, die Klarheit kommt rein, auch bei ihm. Und man wird den Mut wieder aufbringen, diesen Stillstand, der gerade bei euch herrscht, hier aufzulösen. Ja, die Mäuse fressen ja den Sarg weg. Boah, das sind wieder so gewaltige, also wirklich gewaltige Botschaften. Aber man sieht, ne, es fegt, der Sturm fegt durch, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ja, gut durchgemischt und wir haben es wieder. Großmutter Weide, ne? Dieses auf andere zu hören. Immer diese guten Ratschläge und so weiter. Immer der Verstand, der hier ist.
Ne? Und solange ich da in dieser Option drinnen bin, wird sich natürlich rausverzögern, ja, weil dann komme ich nicht in meine Leichtigkeit, sondern ich komme in meine Leichtigkeit, wenn ich auf mich selber höre, ja. Und hier haben wir schon mal, das bestätigt auch das Ganze nochmal, weil wir hier die Nanny drunter haben. Da geht es um die Erziehung, die man genossen hat, ja, oder diese Muster, die man einfach übertragen bekommen hat. Ja, so läuft es und nicht anders. Oder so machen wir es schon immer und deswegen machen wir es die nächsten 100 Jahre auch so. Also im Endeffekt geht es jetzt um deine eigene Emanzipation, aufzustehen und zu sagen, gut, was die jetzt alle gemacht haben hier in meiner Ahnenreihe und meine Familie und so weiter, ist denen ihre Sache, aber ich möchte es anders machen. Und genau dieses anders machen, du musst hier gar nicht viel rumheilen oder sowas. Ja, wie soll man sagen, du musst heilen. Wir sind schon heil. Es geht eigentlich nur um diese Muster, Glaubenssätze und Strukturen, die wir angenommen haben und aus denen wir handeln. So. Und auch da muss ich nicht großartig etwas verändern, sondern ich mache es einfach anders. Und das ist halt oftmals die Schwierigkeit, es anders zu machen, beziehungsweise erstmal darüber zu stolpern oder dass es überhaupt erstmal auffällt, dass ich es so mache. Ne? Weil diese Programme springen natürlich sofort an, indem wir wieder mit einer Verletzung oder mit einer schmerzlichen Erfahrung sozusagen konfrontiert worden sind und unser Ego-Verstand uns ja sowieso gleich wieder schützen will und deswegen springen die alten Programme sofort an, ohne man das, also dass man es merkt, ja. Und das ist jetzt einfach auch vielleicht ein bisschen in sich zu gehen und zu gucken, aus welcher Emotion oder aus welchem Gefühl das habe ich da gehandelt, ja, wenn dich das betrifft. Also auch sich da in der Hinsicht wieder selber zu finden, weil wir haben ja hier den Baum der Liebe, wo man sagt, okay, es geht ja darum, dass man wieder der Liebe vertrauen darf, ja, und man möchte hier ja eigentlich, wie man sieht, etwas zusammen haben, zusammen aufbauen. Eine Familie vielleicht zu gründen oder zu heiraten oder zusammenzuziehen, wie auch immer, was man eigentlich vorhat. Das ist das, was eigentlich passieren soll, ja. Aber dazu muss ich erstmal diese Eigenschaften hier ablegen. Und zu sagen, ich mache es anders. Ich bin nicht meine Mutter, ich bin nicht mein Vater, ich bin nicht meine Ahnen. Ich bin ich. So, und ich entscheide, was jetzt geschieht. Und da haben wir das Buch des Lebens. Auch wieder ein sehr schöner fließender Übergang, dass man sagt, ja, genau, du kannst dein Schicksal verändern. Ja, mit deinen Erfahrungen, die du sammelst, lernst du und du bestimmst im Endeffekt, wie hier was weitergeht. Und dann haben wir ja eigentlich schon die Heimatoase, wo man sagt, es geht darum, dass ich mich erstmal in mir selber wieder zu Hause fühle. Ich brauche mich in niemanden anderem zu Hause zu fühlen. Sondern wichtig ist, in mir selbst. Ich bin mein Heimathafen. Ja? Und da ist auch nochmal, dass man sagt, nimm diese Zeit jetzt an, ne? Wenn die gerade hier da ist, nimm sie an, um dir eine Ruhe zu schaffen. Eine Oase der Ruhe. Vielleicht, wie ich schon sagte, kreierst du vielleicht dein Heimchen ein bisschen um, kaufst dir neue Möbel oder stellst dir ein paar Blümchen auf oder machst eine neue Deko. Es ist einfach so, dass man sagt, fühl dich du erstmal wohl in deinem Zuhause. Und dein Zuhause ist aber auch gleichzeitig in dir. Ja, vielleicht ist auch ein Umzug, ne, dass du sagst, ja, dann verlasse ich einfach mal meinen alten Ort, meine Stadt, Gewonnersinn. Auf jeden Fall wirst du dann wieder mit dir in Einklang sein. Du wirst wieder zufrieden sein. Ja, Madame Plaisir ist eine sehr schöne Karte, in der man sagt, man bekommt auch dann schon langsam wieder ein positives Körpergefühl. Vielleicht hast du das auch schon nicht mehr. Ja, dass man sich einfach nur noch unwohl fühlt, ja, selber eigentlich gar nicht mehr sich selber attraktiv oder hübsch findet, ne, nur noch am Kritisieren auch an sich selbst ist. Und dann weißt du eigentlich eh schon, ja, es muss was passieren. Und das wird sich ändern. In dem Moment, wo du einfach wieder loslässt, für dich schaust, na, auch wenn es hier Kraft, ja, die Kraft, genau, kommt, wird mir schon in den Mund gelegt hier. Auch wenn es hier kracht und donnert, ja, es wird sich trotzdem wieder ins Positive wenden. Aber ja, wie ich schon sagte, Gewitter bereinigen nun mal die Luft. Und manchmal ist die Luft so stickig, wie sie heute zum Beispiel bei uns hier war. Es war so schwül und so drückend, wo ich mir nur gedacht habe, ey, ich kriege hier Schnappatmung. Du hast keinen Sauerstoff, du hast wirklich gemerkt, du bekommst keinen Sauerstoff mehr. Und dann muss einfach, und jetzt ist das Gewitter auch vorübergezogen, und jetzt haben wir eine angenehme frische Luft, ja, und man kann wieder durchatmen. Und genau um das geht es hier. Dass man einfach, die Luft war schon viel zu dick, und jetzt hat es gekracht, und jetzt geht es darum, durchzuatmen und zu sagen, okay, dann machen wir hier nochmal von neu, aber anders. Ja, das waren meine Schlussworte hier. Das war die Short Message, also hier. Ja,
kracht's und donnert's noch in nächster Zeit oder es ist schon da, aber dann darfst du damit rechnen, dass sich hier, sofern du jetzt mal davon ablässt und einfach in deiner Ruhe bleibst, es sich sehr, sehr schnell wieder für dich zum Positiven verändern wird. Ob jetzt mit deinem Wunschpartner oder ohne, ist jetzt leider mal hingestellt, aber für dich persönlich wird sich hier etwas sehr, sehr Schönes zeigen. Ja? Okay, meine Lieben, wir hören uns mit einem neuen Orakel. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ja, bis bald. Ich drücke euch. Ciao, ciao.